Jausen, heute zeige ich dir, wie du ganz schnell und einfach richtig coole automatische Untertitel machen kannst, die so Wort für Wort ins Bild reinploppen. Dafür musst du nicht viel können, außer eine kostenlose App zu bedienen, ein paar Knöpfchen drücken. Ich zeige dir gleich nach dem Intro, wie das Ganze funktioniert. Bis dahin, lass schon mal einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und komm rein die Dang Gang bei Patreon. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Das Ganze ist super einfach. Ich öffne dafür die App CapCut, drücke hier oben auf Neues Projekt, wähle einfach das Video aus, das ich untertiteln möchte. Wir nehmen diesen kurzen Ausschnitt hier einfach auf Hinzufügen. Und jetzt können wir unten auf Text drücken und dann auf Automatische Untertitel. Hier gibt es sogenannte dynamische Untertitel, die müssen eingeschalten sein und dann drückst du einfach auf Starten. Jetzt werden die automatischen Untertitel erstellt und gleich können wir diese noch bearbeiten. So sieht das erstmal aus, nicht so cool. Jetzt wählen wir einfach einen Untertitel aus und dann gibt es unten den Punkt Stil. Wir können entweder hier drauf drücken zur Bearbeitung oder rechts in dem Feld von dem Untertitel sieht man auch so einen kleinen Stift, da können wir auch drauf drücken. Aber wir drücken jetzt mal auf Stil und als allererstes dann auf Animation, dann auf Untertitel und wählen hier unten Aufklappen aus. Jetzt wird Wort für Wort einzeln eingeblendet. Und was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte die Schriftart ändern. Das Coole bei CapCut ist, du kannst auch eigene Schriftarten importieren. Ich nehme jetzt hier Gotham Black und jetzt drücke ich noch auf Stil und wähle jetzt dieses gelbe T mit dem schwarzen Strich aus. Und jetzt habe ich hier richtig coole Untertitel, die kann ich noch verziehen, platzieren, größer und kleiner machen. Und wenn du jetzt merkst, dass irgendetwas falsch geschrieben ist, drückst du einfach hier zum Beispiel auf Stapelbearbeitung und kannst jetzt den Text hier nochmal ganz einfach ändern. Wenn du merkst, dass die Worte nicht zur richtigen Zeit reinkommen, hast du hier natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal in verschiedene Zeilen zu hacken. Und die Untertitel kannst du natürlich auch noch länger und kürzer machen, indem du einfach hier so ein bisschen ziehst. Und dann ist das Ganze auch schon gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mal einen Daumen nach oben da und schreib mal in die Kommentare, ob du automatische Untertitel nutzt und falls ja, welche App nutzt du dafür? Nutzt du CapCut oder irgendeine andere App? Ich bin gespannt auf die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Peace.